Die Ampel ist Geschichte, das Ende war furios. Es war eine brutale Abrechnung, wie sie in der Politik selten ist. Bundeskanzler Olaf Scholz verantwortete die Entlassung von Finanzminister Christian Lindner. Die FDP zog daraufhin alle ihre MinisterInnen aus dem Dreier-Regierungsbündnis mit den Grünen ab und beendete somit effektiv die Ampelkoalition. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden, erläuterte Scholz am Mittwochabend bei einem Statement im Bundeskanzleramt in Berlin. Zu oft habe Lindner kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen, so die klare Botschaft des Kanzlers. Gebraucht werde ihm zufolge eine handlungsfähige Regierung. Mit Lindner ginge das nicht mehr, ohne unser Land ins Chaos zu stürzen. FDP-Chef Lindner beklagte daraufhin bei einem Auftritt vor Journalistinnen in Berlin, seine Vorschläge für einen wirtschaftlichen Kurswechsel seien von SPD und Grünen nicht einmal als Beratungsgrundlage akzeptiert worden. Er habe dem Kanzler angeboten, gemeinsam einen geordneten Weg zu Neuwahlen zu gehen, sagte Lindner. Dieses Angebot hat der Bundeskanzler brüsk in der Sitzung des Koalitionsausschusses zurückgewiesen, erläuterte er. Das ungleiche Paar aus dem eher spröden Kanzler und dem geschickten Selbstdarsteller im Amt des Finanzministers funktionierte eine Zeit lang passabel. Lindner und Scholz einigten sich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gemeinsam auf das Sondervermögen für die Bundeswehr. Sie kamen zeitweise so gut überein, dass die Grünen beklagten, SPD und FDP machten ständig gemeinsame Sache gegen sie. Aber als die Ampel mit der Umwidmung von Corona-Hilfen an der Schuldenbremse vorbei vor dem Bundesverfassungsgericht scheiterte, verlor Lindner viel seines Vertrauens in die Kompetenz des Kanzlers. Vor allem aber verlor Lindners FDP in ihrer Zeit in der Ampel eine Wahl nach der anderen. In der Folge verfolgte er den Kurs, einerseits Teil der Regierung zu sein und andererseits gegen sie zu opponieren. Dabei trieb er sein Spiel zuletzt auf die Spitze. Kurz bevor der kommende Haushalt endgültig glattgezogen werden sollte, eröffnete Lindner ein weiteres Schlachtfeld. Der FDP-Chef schrieb ein Papier mit Forderungen nach einer anderen Wirtschaftspolitik, das vielfach als eine Provokation eines Koalitionsaus interpretiert wurde. Nach tagelangen intensiven Gesprächen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck kam es nun zum Bruch der Ampelkoalition. Der Kanzler will im Januar die Vertrauensfrage stellen. Die Wählerinnen und Wähler können sich nun auf vorgezogene Neuwahlen voraussichtlich im März einstellen.